Ich bin Frauke Röth, ich bin Sprecherin von der Initiative Potsdamer Mittener Denken, bin Architektin oder arbeite als Architektin in Potsdam, war vorher bei Metropolar. Mein Name ist André Tomczak, bin Kunsthistoriker mit dem Fokus auf Stadtentwicklung, städtebauliche Geschichte, aber auch gebaute Umwelt, kann man sagen. Bin Mitbegründer der Initiative Kulturlobby, aber auch vor 2 Jahren mit Initiative Potsdamer Mitte Neudenken, einen Diskurs um die Stadtmitte in Potsdam neu anstoßen. Der Grund für uns als Initiative uns zusammenzufinden, war eigentlich, dass von verschiedenen Seiten Interesse aufkam an diesem Gebäude. Wir festgestellt haben, das Gebäude ist viel zu schade für den Abriss. Es hat architektonische Qualitäten und hat auch viele Qualitäten, die man weiter nutzen kann, umnutzen kann, in der Form, wie es jetzt genutzt wird, aber auch in anderen Nutzungen. Es ist flexibel. Und von diesem Punkt ausgehend haben wir angefangen zu arbeiten, uns zu treffen und haben dann aber schnell festgestellt, dass es um viel mehr geht als nur um diese Architektur und dieses Gebäude, sondern wirklich um das weitere innenstädtische Gebiet, also die Fachhochschule, das Wohnhaus am Staudenhof, Rechenzentrum. Und diese Gebäude haben alle Qualitäten, die sehr vielschichtig sind, über ökologische, aber auch ökonomische, soziale Qualitäten. Und das hat uns eigentlich bewogen, viel weiter diese Aufgabe von uns als Initiative zu sehen und zu begreifen. Unser wichtiges Ziel war eigentlich, allgemein Öffentlichkeit zu schaffen. Denn uns wurde deutlich klar gemacht, die Stadtverwaltung, die Stadtpolitik selbst will von ihrem Konzept nicht mehr abrücken. Deshalb war es für uns ganz wichtig, das Thema erstmal zu einem öffentlichen Thema zu machen. Momentan gibt es die Art der Informationspolitik der Stadt, wo von Rathausseite sehr stark versucht wird, die Bürger einzubeziehen durch Informationsveranstaltungen. Und wir wünschen uns aber, dass es noch einen Schritt weiter geht und dass es über die Information hinaus auch zu einer wirklichen Mitbestimmung kommt. Weg vom Denken der Stadt als kapitalistische Ressource, sage ich mal, oder der neoliberalen Stadt, hin zu einer Stadt, die wirklich für die Zukunft geplant wird, wo wirklich auch Handlungsspielräume für zukünftige Generationen mit einbegriffen sind, wo man wirklich verantwortungsvoll für die nächsten Jahrzehnte plant und nicht nur im Hinblick auf die Stadtkasse für die nächsten 10 Jahre. Für uns als Initiative war immer ganz wichtig, einerseits es gilt darum, klarzumachen, dass auch die DDR-Moderne ihre Berechtigung hat, dass sie durchaus Qualitäten hat und dass die Art, wie man hier einfach eine ganze Zeitschicht eigentlich ausradieren möchte, dass das keine nachhaltige Stadtentwicklung ist. Und auf der anderen Seite wollten wir aber von dieser formalen Ebene auch runter, wollten nicht sagen, das ist gut, weil es aus der Zeit stammt, sondern uns war wichtig, deutlich zu machen, es geht hier um ganz allgemeine Fragen. Wie geht denn die Stadt eigentlich mit öffentlichen Ressourcen um? Denn das Gebäude kann man ganz frei und beliebig umbauen. Wir sagen also auch nicht, das muss alles so bleiben, wie es ist, oder man muss das einfach sanieren, sondern man kann das auch ganz frei und beliebig umbauen. Uns ist wichtig, dass öffentliches Eigentum, also sowohl das Gebäude als auch die Grundflächen im öffentlichen Eigentum auch bleiben. Also wem gehört die Stadt und was machen wir damit? Also wir haben sehr positive Erfahrungen gemacht, als wir auf der Straße standen, um Unterschriften zu sammeln. Es gab natürlich sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, die an uns herangetragen wurden und es gab auch spannende Diskussionen. Das ist eine Erfahrung auch für uns, dass viele Leute auch das Gefühl hatten, aus ihrer Ohnmacht rauszukommen. Dass uns ganz oft begegnet ist, die haben sowieso entschieden, was sie möchten und dass es als eine Wohltat eigentlich begriffen wurde, dort nochmal wirklich Einspruch zu erheben und zu sagen, das ist ein Thema, wo alle mitentscheiden müssen. Also, dass ich wirklich öffentliche Flächen habe, die der Stadt und den Bewohnerinnen zur Verfügung stehen für ganz verschiedene Nutzungen, weil es einfach ein öffentlicher Raum ist und nicht der öffentliche Raum, den ich vielleicht in einer privaten Galerie habe, sondern wirklich öffentlich im Sinne, das ist ein kommunaler Hand oder ein Landeshand und kann wirklich auch über Jahrzehnte hinaus geplant und bespielt werden und steht den Leuten zur Verfügung. 2017 will die Stadt dieses Gebäude schon abreißen. Wir wollen das Frühjahr, den Sommer dazu nutzen, um das Thema also auch nochmal öffentlich zu diskutieren und werden schauen, dass wir hier vor Ort direkt auch eine Art Forum einrichten, dass man zumindest einmal die Woche irgendwie miteinander ins Gespräch kommt, was erleben kann im Bereich und freuen uns dort über alle, die selbst Interesse haben, hiermit aktiv zu werden, Formate zu entwickeln. Also ganz wichtig für uns ist ja, dass wir die Ablehnung des Bürgerbegehrens anfechten. Wir sind ja momentan in einem Klageprozess beim Verwaltungsgericht in Potsdam. Und wir hoffen natürlich, dass die Klage spätestens bis zum Sommer abgeschlossen ist, beziehungsweise wir die mündliche Verhandlung haben können, damit der Weg für den Bürgerentscheid frei ist, damit unser Bürgerbegehren wirklich bis zum Ende fortgeführt werden kann. Weil das ein ganz wichtiges Instrument für uns ist,
unsere Interessen auch durchzusetzen, gerade mit den vielen Unterschriften im Rücken, mit den ganzen Unterstützern, die wir, mit der ganzen Unterstützung, die wir erhalten haben durch die Bewohnerinnen von Potsdam, ist es uns auch ein großes Anliegen, genau diese Kraft und genau diese Anzahl, also den Leuten auch gerecht zu werden und das jetzt umsetzen zu können. Meinung, Wandel ist immer gut. Es ist immer gut, Sachen in Frage zu stellen und zu schauen, ob man das besser machen kann. Und gerade in Potsdam ist, glaube ich, für uns die Situation auch so gut oder die Unterstützung so gut, weil lange dieser Wandel gar nicht stattgefunden hat und es sich vieles angestaut hat. Und deswegen ist bei uns, glaube ich, auch so viel Energie da, das anzustoßen und diesen Wandel vielleicht auch teilweise auf provokative Art heraufzubeschwören, weil wir gerne die Stadt anders denken wollen, als es momentan gedacht wird. Weg von der repräsentativen Stadt, von dem repräsentativen Charakter hin zu einer Stadt des Miteinanders, wo es wirklich um Kultur und soziale Interessen geht. Und da können wir eigentlich nur gewinnen. Ich wünsche mir, wir wünschen uns vor allem auch, dass dieser ganze Reichtum auch, die ganze Innovation, auch die ganze soziale Innovation, die Potsdam hat, auch Orte hat, die in der Innenstadt begreifbar werden. Wie das mit dem Rechenzentrum zum Teil jetzt der Fall wird, müsste eigentlich die Hochschule das Labor für die Zukunft sein, hier in der Innenstadt selbst.